kann man mit einer Einweg-Vape sogar ein Auto betreiben. Das testen wir heute mal, denn das ist eine Wegwerfzigarette. 700 Mal dran ziehen, 8 Euro ab in Müll, obwohl es recycelt werden müsste. Haben wir hier gefunden und da soll sogar ein Akku drin sein und nicht mal nur eine Batterie. Mit seltenen Erden und allem drum und dran. Mach mal kaputt, ich will's wissen. Ich fasse es nicht. Da ist ein 850 mA Lithium-Polymer-Akku drin. Den fand ich genial und der hat ja so unfassbar viele Lampen. Da wäre das noch eine größere Herausforderung, denn ich will mal wissen, wie lange wir damit fahren können und ob wir den auch wieder aufladen können. Okay, sag an. Ja, pass auf. Ich habe den jetzt begleitet den Tag über und die erste Ladung ist auch schon durch. Jetzt müsste das Fahrzeug wieder geladen werden. Und du siehst es, 1315 gefahrene Meter. Was hat er sonst? Normalerweise liegen wir bei so bei 1100 bis maximal 1500. Mir geht die Schnur hoch. Das heißt, die Welt macht viel Mist, das wissen wir. Aber wir sind jetzt angekommen als Gesellschaft, dass ich hier jeden Tag in der Stadt diese Dinger rumliegen sehe. Es ging verdammt schnell. Dass ich von einigen Leuten weiß, jo, auf Partys werden die geraucht und einfach in den Müll geschmissen. Dass die Menschheit, weil sie zu faul ist, so ein Ding wieder aufzuladen oder wie auch immer, sich E-Zigaretten kauft, die 700, 600 Mal gezogen werden und danach werden die weggeworfen, wo ein Akku drin ist, den wir normalerweise für gutes Geld kaufen, mit dem wir ein unser Auto mindestens ein Jahr lang absolut zuverlässig fahren können, wo ganz viel Elektroschrott, seltene Erden und so weiter drin ist. Deswegen, sowieso an die Kinder, die zusehen, fangt gar nicht erst mit dem Rauchen an. Ich kann davon ein Lied singen, man kommt da unheimlich schwer wieder von los. Und wenn ihr raucht und umsteigt auf Vapes oder so, dann nehmt die wiederaufladbaren, bitte. Und erzählt es jedem weiter, vielleicht ist es den Leuten gar nicht so bewusst. Und ich kann mich dann wieder beruhigen.